Ey, stopp, stopp, stopp. Gar nicht erst hinsetzen. Hi, ich bin Tim. Und ihr kommt heute mit auf einen kleinen Roadtrip. Und zwar zu 5 berühmten Drehorten hier in Hamburg. Welche Hamburger Locations haben es eigentlich schon auf die große Leinwand geschafft? Und sieht es da wirklich genauso aus wie im Film? Finden wir es heraus. Ein Roadtrip durch Hamburg, das geht auch ohne eigenes Auto. Ich miete mir heute wieder einen elektrischen Wagen von WeShare, und zwar den ID3. Dazu brauche ich nur mein Handy und die WeShare-App. Einen Account habe ich ja schon. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das alles funktioniert, schaut auch gern im Anschluss unser Video dazu an. Den Link gibt es natürlich in der Videobeschreibung. So, dann wollen wir mal. Los geht's. Und zwar zur allerersten Station. Die liegt direkt an der Alster, also nicht weit weg von hier. Und da sind wir auch schon. Vor mir die Alster und gleich neben mir das Hotel Atlantik Kempinski. ...1909 ursprünglich für Passagiere von Luxuslinern gebaut, nennt man es heute auch das Weiße Schloss an der Alster. Sieht schon sehr, sehr schön aus, aber welcher Film wurde denn jetzt hier eigentlich gedreht? Fans von James Bond haben es wahrscheinlich schon erkannt, da oben hat sie stattgefunden. Eine ganz bekannte Stuntszene aus Der Morgen stirbt nie mit Pierce Brosnan. Da oben ist sie die Weltkugel, gestützt von weiblichen Skulpturen, und darunter befindet sich die Atlantic Suite. Und man sieht hier oben noch den Balkon, auf dem Bild eben auch. Und da ist dann Pierce Brosnan aufs Dach geflüchtet, direkt nach dem Tod von Dr. Kaufmann. Hier auf dem Bild kann man noch eine Leiter erkennen, aber die wurde tatsächlich nur für den Film dort angebracht und ist mittlerweile schon längst wieder demontiert worden. Es sieht schon wirklich schön aus da oben, aber da rumtouren müsste ich jetzt nicht. In Klettern bin ich sowieso eine Doppel-Null. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zur nächsten Location, denn wir wissen ja alle, die Außenalster ist nicht genug. Nächster Halt, Reeperbahn. Von Agenten geht's jetzt über zu Polizisten. Und zwar befinden wir uns jetzt gerade in St. Pauli und besuchen die Davidwache. Hamburgs bekanntestes Polizeirevier, und das nicht ohne Grund, denn hier die Davidwache war schon Drehort für richtig große Filme. Jetzt sind wir an der Davidwache angekommen, Ecke Spielbudenplatz und Davidstraße, daher eben auch der Name. Und das alte Backsteinhaus, das steht schon seit über 100 Jahren und ist Sitz des Polizeikommissariats Nummer 15. Oftmals war die Davidswache aber tatsächlich nicht nur Drehort, sondern diente auch namensgebend für die Filme. So zum Beispiel in der Semidokumentation von 1964 Polizeirevier Davidswache. Da wurde einfach mal 48 Stunden lang das Leben von zwei Polizisten hier auf dem Kiez verfolgt, um das Ganze mal ein bisschen zu dokumentieren. Oder auch im Drama St. Pauli Nacht mit Armin Rohde und Heiner Lauterbach von 1999. Da war halt eben auch die Davidwache mit dabei. Wer jetzt denkt, Mensch, das Großstadtrevier wird doch bestimmt hier auch gedreht. Nee, tatsächlich dient die Davidwache da nur als Vorbild. Gedreht wird ein paar Kilometer weiter, und zwar in Hamburg-Bahnfeld. So, jetzt geht's weiter in die Hafen-City zu einem von Hamburgs bekanntesten Wahrzeichen. Und die Hamburg-Kenner unter euch haben bestimmt schon eine Vermutung, oder? Los geht's! Boah, guck mal, von wegen Hamburger Schiedwetter, herrlichster Sonnenschein, auch hier im Hafen. Und vor allen Dingen, guck mal darüber, hat man von hier einen richtig guten Blick rüber auf die Elfi.
Wichtiges Kulturdenkmal hier in Hamburg und natürlich eine fantastische Konzerthalle. Und von hier, zumindest wenn ich so mache, sieht sie relativ klein aus und wäre dann eher was fürs Miniaturwunderland, ist ja auch direkt da hinten. Aber in Wirklichkeit ist sie 110 Meter groß und hat 26 Etagen. Der Mix aus Backstein und Glas sieht schon richtig gut aus. Kein Wunder also, dass sich nicht nur die Hamburger Hals über Kopf in die Elfi verliebt haben, sondern auch die Filmregisseurin Elizabeth Banks. Wenn ihr jetzt sagt, wer ist das denn nochmal? Kennt ihr, und zwar von Drei Engel für Charlie aus dem Jahr 2018. Da hat sie auch die Elfi genutzt in dem Film, und zwar als Hauptquartier für einen dubiosen Technologiekonzern. Das Foto stammt übrigens nicht aus Drei Engel für Charlie, sondern aus Absolute Giganten und passt genau hierhin. Naja, oder auch nicht. Und nein, ihr habt jetzt nichts an den Augen, da fehlt wirklich was. Das liegt einfach daran, dass es die Elfi als solche 1999 noch gar nicht gab. Der gesamte obere Teil mit der Glasfassade wurde erst später auf das Fundament des Kaispeichers A gebaut. Die Bauarbeiten dauerten von 2007 bis 2016. Am 11. Januar 2017 fand dann in einer großen Eröffnungsfeier das allererste Konzert Zum Raum wird hier die Zeit statt. Wir reisen weiter Richtung Speicherstadt und vielleicht für den einen oder anderen zurück in die Kindheit. Die Speicherstadt. Ich finde ja, die hat immer mit ihrem Rotklinker und den ganzen Brücken und den Fleten so einen ganz besonderen Charme, oder? Was ist eigentlich euer Lieblingsort hier in Hamburg oder welchen Ort würdet ihr euch hier gerne mal anschauen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. In der Speicherstadt sind wir unterwegs, weil ich euch dieses Gebäude da hinten zeigen wollte. Das Wasserschloss oder auch Wasserschlösschen genannt. Ursprünglich als Unterkunft für Hafenarbeiter gebaut, ist es heute ein Restaurant und ein Teehandel. Und auch aus dem Fernsehen bekannt. Ihr kennt es wahrscheinlich als das Hauptquartier der Pfefferkörner. Ist ja eine beliebte Kinderserie, schon seit 1999. Gebt uns mal einen Daumen hoch, wenn ihr die auch kennt. Und ja, die läuft immer noch. In der 16. Staffel mittlerweile. Natürlich mit neuen Darstellern. Die Kinder sind ein bisschen zu alt geworden. Aber das Hauptquartier der Pfefferkörner und damit das Wasserschloss, das gibt's immer noch. Wer die Serie kennt, der wird wissen, dass da das Wasserschlösschen eben kein Restaurant oder Teehandel ist, sondern eben der Sitz der Gewürzfirma Overbeck und Konsorten. Und da auf dem Dachboden, also dem Gewürzlager, daher auch der Name Pfefferkörner, treffen sich die jungen Nachwuchsdetektive und versuchen, ihre spannenden Fälle zu lösen. So, jetzt will ich natürlich noch das richtige Foto machen, in meinem spannenden Fall. Sieht doch gut aus. Bereit für die nächste Station unseres kleinen Roadtrips? Die führt uns nämlich jetzt in den Süden, und zwar nach Wilhelmsburg. Los geht's! Und auch so können Drehorte aussehen, zumindest wenn sie schon über 10 Jahre nicht mehr genutzt wurden. Aber vielleicht könnt ihr es ja so ein bisschen erkennen. Das Graffiti oben an der Wand gibt's her. Soul to Soul steht da. Und spätestens mit dem Bild zusammen hier kann man es sich ganz gut vorstellen. Soul Kitchen, der Film von Fatih Akin, wurde hier gedreht und zwar 2009. Ihr erinnert euch vielleicht, Imbissbetreiber Zinos hat richtig Probleme. Zum einen, weil er einen Bandscheibenvorfall hat und nicht mehr ordentlich arbeiten kann. Und zum anderen durch die Aufwertung, also die Gentrifizierung, die hier Hamburg eingeholt hat. Da hat er ordentlich dran zu knabbern gehabt. Und das Gebäude wurde nicht unbedingt aufgewertet, aber ich gehe trotzdem mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Pommes herbekomme. Für den Film hat man das Soul Kitchen extra nach seinem Vorbild, das steht in Altona, nachgebaut. In dieser Wilhelmsburger Fabrikhalle. Frikadellen und Schnitzel bekommt man hier offensichtlich heute nicht mehr. Nach den Dreharbeiten fanden in der Halle aber noch einige Zeit lang Kulturveranstaltungen statt. Sogar ziemlich viele mit insgesamt etwa 20.000 Besuchern. Inzwischen wurde sie aber aus Sicherheitsgründen geschlossen. Ja komm, so schlecht ist es nicht geworden. Müssen wir uns jetzt mit zufrieden geben. Näher kommen wir nicht rein. Internationale Klassiker, Kinderserien und deutsche Produktionen. Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass Hamburg nicht nur für Städtebummler ein Besuch wert ist, sondern auch Filmfans. Die kommen hier voll auf ihre Kosten.
Home Sweet Home. Wir haben uns auf die Spuren von James Bond begeben, das Hauptquartier der Pfefferkörner ausgespäht und im Soul Kitchen leider keine Pommes mehr bekommen. Ich hoffe, unser kleiner Roadtrip hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und das alles ohne eigenes Auto, ohne Benzin und ohne Emissionen. Für weitere Videos rund ums Thema Bewusstleben, Umwelt und Technologie lasst uns doch gerne ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ach, was ich jetzt mache? Dreimal dürft ihr raten.